Hallöchen Leute, lange habe ich nicht mehr ein Video von Fresh Talk hier angesehen, aber auch nur, weil mir die Videos nicht mehr vorgeschlagen werden. Nach seiner Sommerpause ist immer so eine komische Zeit, wo die Videos mir nicht so angespült werden. Wahrscheinlich, weil die Pause ziemlich lange ist und der Algorithmus wieder checken muss, dass ich die Videos mag. Und zwar muss ich jetzt ein paar Videos nachholen. Wir schauen heute aber zuerst das Video an, was letztens erst rauskam. Und zwar, wie der Familie Pfützenreiter ging weiter. Und zwar, Henning und Hanna erwarten ein Kind. What? Naja, ich bin sehr gespannt. Wenn ihr noch ein Video haben wollt zu Peter Pöppelmann, was auch noch rauskam vor einer Woche oder so, zwei Wochen, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal rein hier. Das sind Henning und Hanna. Das junge Pärchen ist seit einigen Jahren zusammen und hat großartige Neuigkeiten. Hanna und ich haben es uns so lange gewünscht und jetzt ist es endlich passiert. So lange gewünscht. Wie alt sind sie nochmal? So 16 oder 15? Wie lange können sie es denn wünschen? Ein halbes Jahr? Wir sind schwanger. Eigentlich bin nur ich schwanger, aber egal. Heute ist ein ganz besonderer Tag für das junge Paar, denn heute wollen sie ihre tollen Neuigkeiten ihren Familien verkünden. Ich bin schon so nervös und gespannt, was meine Familie wohl sagen wird. Vater Norbert, Mutter Britta und Schwester Clarissa ahnen noch nicht, dass sich gleich ihr ganzes Leben ändern wird. Hört mal, wohin muss man gehen, wenn einem kalt ist? Hm? Ist mir echt scheißegal, Norbert. In die Ecke, denn da sind immer 90 Grad. Das ist so ein richtiger Boomer-Joke, ne? So richtig, oh mein Gott, so, okay, Gott, so schlecht. Da habe ich nicht mehr drüber gelacht. Und ich lache generell über so schlechte Witze. Mm. Ein kleiner Spaß. Check ich nicht. Ja. Erklär mal. Ja. Nein, Clarissa, ist wirklich... Ich will auch mal lachen. Lachen willst du? Ja. Dann guck doch mal in den Spiegel. Hallo, Mama. Okay, das fand ich jetzt gut. Das fand ich jetzt gut. Guck doch mal in den Spiegel. Papa, hallo, Clarissa. Oh. Henning! Oh. Wir hatten eigentlich gesagt, nicht vor 18 Uhr, ne? Komm rein, setz dich! Nee, ich bleib lieber stehen, ich bin nämlich mit Hanna gekommen. Oh, schön, Hanna! Hanna! Und er ist auch, was soll ich das sagen jetzt? Ja, in Hanna gekommen. Man ist auch wieder so, warum mache ich das so komisch immer? Los, komm! Warte kurz, Hanna, warte, noch nicht. So, jetzt kannst du reinkommen. Hallo. Cooler Sound und das Handy. Krass. Richtig raumerfüllend. Ich habe mich gefühlt wie in der Kirche gerade. Hanna. Schön, dass ihr auch mal aus eurem Zimmer kommt. Hm. Ja. Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Hm? Uns geht's gut. Möchtet ihr was trinken? Henning, eine Cola? Hanna, Blut? Also, Durst haben wir jetzt nur. Aber ich finde die Mutter mega witzig. Hä? Warum lacht denn keiner? Hä, hey, ich würde auch lachen, selbst drüber, wenn ich Hanna wäre. Direkt nicht, ne, Hanna? Nee, direkt so jetzt nicht. Nicht so jetzt. Gut, Hanna lacht ja sowieso nicht, also okay, ich nehm's zurück. Aber danke. Henning, du hattest doch einen DJ-Auftritt am Wochenende, hm? Ja. Wie war's so? Gut. Wie viele waren da? 50. Wow. Am Anfang, aber als ich fertig war, nur noch zwei. Oh. Also ich und der Veranstalter. Na gut, aber... Wir sind noch nicht bereit für deinen Hardstyle, Henning. Musst du aber auch mal schaffen, dass alle gehen. So, alle. Das ist echt eine Challenge, ja. Henning. Danke. Ich bin übrigens schwanger. Gott sei Dank. Siehst du, Henning, sie ist eine Schlampe. Verlass sie. Von deinem Sohn. No. Komm schon. Das heißt, ihr zwei hattet, Sex. Mein Bruder hatte Sex. Oh Gott, ich glaube. Herzlichen Glückwunsch. Er soll überlegen, ob er Metal-Sänger wird mit diesem Schrei. Da. Glückwunsch. Danke, Papa. Das ist ja eine Überraschung, nicht wahr, Britta? Absolut, Norbert. Ich könnte kotzen vor Freude. Wie ist das denn? Die Mutter ist die Beste von allen, wirklich. Passiert. Also, sie hat sich umgedreht und dann bin ich von hinten und dann... So genau, also, ja, Mensch. Henning. Wann? Oh, ist auch so eine Frage, die ich mir nie stellen wollte. Wie meine Eltern... Nee, ich will's nicht wissen. Aber jetzt ist es in meinem Kopf. Jetzt ist es in euren Köpfen auch. Tja, haha, wir leiden alle gemeinsam hier gerade. Wie genau ist denn der Termin für die Abtreibung? Also, Hanna und ich behalten das Kind. Ah ja. Lucifer ist ein Wunschkind. Wie bitte? Was hast du Lucifer? Gerade gesagt? Lucifer! Lucifer! Ist es nicht verboten, Deutschland sein Kind so zu nennen? Ich glaube, Jesus darf es nicht nennen.
Und Lucifer bestimmt auch nicht. Ist ja der Name vom Teufel, also was? Das ist der Arbeitstitel, bis ihr einen echten Namen gefunden habt, ja? Nein, so soll er heißen. War meine Idee. Brandon Maddox war auch noch in der Auswahl. Kimberly die Lara Angel, wenn's ein Mädchen wird. Hayley Mercedes hatten wir auch noch. Cinderella Shakira auch. Am Ende ist es dann aber Lucifer geworden. Ihr gehört ins Gefängnis, ganz ehrlich. Bin ich jetzt euer Lieblingskind? Ja, Mama, Papa, ja? Habt ihr euch das denn auch gut überlegt, Kinder? Nun ist es doch zu spät, Norbert. Der Braten ist schon in der Röhre. Ja, aber es... Also, Hanna und ich haben wirklich sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Eine Stunde ungefähr. Nee, so lange war das nicht. 50 Minuten. 40 Minuten, maximal, Hanna. Und ihr seid euch auch wirklich sicher? Also, so lange warten sie also schon drauf, okay, sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen so läuft oder so, weiß ich nicht. Manche haben nichts anderes außer das, ne? Ja. Tja. Ich musste mal an Idiocracy denken, den Film, kennt ihr den? Wo irgendwie in diesem Film, ich will nicht vorwegnehmen, aber die Story ist grob die, dass die nur dumme Menschen Kinder kriegen, deswegen die Menschheit dumm wird. Das habe ich schon viel, viel weggenommen, aber der Film ist cool, könnte ich angucken noch. Ich habe nichts gespoilert, nur die Anfangsstory, die so ein Teil beinhaltet. So. Das. Ich bin 100% schwanger, mein Mutterkuchen spielt verrückt. Nein, ich meine. Hanna, du darfst dich nicht aufregen, sonst spürt Lucifer das. Seid ihr euch wirklich sicher, ob ihr das Baby auch behalten wollt? Auf jeden Fall. Ich will euch das nicht ausreden. Okay. Aber ich kann ja mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Gerne, Mama. Oh. Und das sind keine guten Erfahrungen, die sie hatten. Erzähl mal. Als ich dich und Clarissa bekommen habe, war ich sehr, sehr glücklich. Oh, Britta. Ich war die glücklichste Frau der Welt. Siehst du, Mama? Und dann habt ihr angefangen zu sprechen. Und ihr habt wirklich nur Scheiße gelabert. Den ganzen Tag. Britta. Ja. Ist doch so, Norbert. Ich finde das gerade richtig fies von dir. Und eure Stimmen, als würde der Teufel aus der Hölle mit mir sprechen. Gar nicht. Unsere Stimmen sind gut. Ich will jetzt bitte auch was dazu sagen. Hanna, bitte. Nee, doch nicht. Ich hab's mir überlegt. Ihr habt das Kind aber nicht in meinem Bett gezeugt, ne? Nein, Mann. Auf dem Bahnhof. Hanna. Wie bitte? Da sind doch überall Kameras. Deswegen solltet ihr auch erstmal nicht ins Internet gehen. Da geht gerade so ein Video viral. Mein Sohn zeugt auf dem Bahnhof. Och nee. Guck mal, kleiner Lucifer. Hier haben wir dich bekommen. Oder hier haben wir dich gemacht. Und dann so eine Videoaufnahme von der Überwachungskamera vom Bahnhof. What? Bahnhofen Göhr. Ich bin stolz auf dich, Henning. Danke, Mama. Eigentlich sollte unser Kind deswegen auch ganz anders heißen. Wie denn? Bahnhofi oder was? Tracy Train tut tut. Ich finde ihn toll. Du wolltest ihn nicht. Aber je öfter ich ihn höre, desto mehr gefällt er mir. Tracy Train tut tut Pfützenreiter. Ich hab Durst, Norbert. Haben wir unten noch das Unkrautgift? Oh Gott. Was, Anna? Was ist? Ist auch eine Zumutung für die Eltern, ne? Weil die müssen ja sich da auch irgendwie dann um das finanziell um das Kind kümmern. Weil der Henning verdient ja kein Geld mit seinen Shows, Auftritten als DJ für Hardstyle. Also mit keinen Gästen verdient er auch nichts. Aber ich meine, da Aufträge. Wer geht ihm diese Aufträge auch, wenn er so schlecht ist anscheinend? Ich glaube, ich habe Tracy Train Tuthut gerade das erste Mal gespürt. Oh mein Gott! In der wievielten Woche seid ihr denn? In der dritten erst. Tracy muss unglaublich schnell wachsen. Das ist zu früh. Da spürt man noch nichts. Oh, am Ende ist es einfach nur Verdauungsproblem oder so. Ich habe mich schon irgendwie gefreut auf diese Lore, dass die irgendwie die Kind kriegen jetzt. Wie diesen Sitcom-Serien, wie Modern Family zum Beispiel, wo irgendwelche Charaktere Kinder kriegen, die dann so im Laufe der Serie erwachsen und älter werden. Dann ist das wohl nur die Lasagne, die wir vergessen haben, in den Kühlschrank zu stellen über Nacht. Kinder, wir sagen es mal so. Ihr seid dumm wie Scheiße. Wir? Mhm. Also wir können es nicht ganz nachvollziehen, warum ihr... Du verstehst das nicht, Papa. Ich lag auf einmal auf diesem Bahnhof. Diese komische sexuelle Spannung in der Luft. Das mit dem Bahnhof verstehen wir auch nicht. Aber vor allem können wir nicht verstehen, warum ihr so früh schon... euer glückliches Leben beenden wollt. So ähnlich, ja. Aber Papa... Aber wenn ihr euch dafür entscheidet, sind wir natürlich immer für euch da. Nö. Britta. Ja. Aber nicht am Wochenende, da habe ich keinen Bock. Danke, Mama. Und in der Woche ist auch schlecht, aber sonst ja. Meine Güte. Danke, Mama. Dann nur an Feiertagen anscheinend, okay. Mama und Papa. Vielen Dank. Warte mal. Obwohl sind Feiertage und Wochenende nicht das, also das Gleiche so oder der Woche?
Aber wir hatten doch den Tag, bevor wir am Bahnhof gevögelt haben, noch woanders Sex gehabt. Stimmt. Könnte auch sein, dass wir das Kind da gezeugt haben. Stimmt. Wie müsst ihr dann nochmal heißen? Edeka. Edeka! Den Namen ist aber auch sehr, sehr kritisch, glaube ich, weil das K steht, glaube ich, in Edeka für, also deutsche Kolonialisierung oder sowas steht es. Und das ist nicht so cool, der Name an sich. Aber ja, okay, das, darauf werden sie wahrscheinlich eh nicht nachträgen darüber. Das war's Video. Sie kriegen Lasagne-Baby. Krass.